Ja, hallo, liebe Freunde, willkommen im Spiel 7 Days to Die. Gemoddet mit dem Mod Starvation. Mit dem Titel Die Profis. Der eine Profi ist dabei, hier Mundraub. Er ist die Killer Queen von uns allen Spielern. Mit dabei ist auch Keule. Juhu! Der schon mal mit einem Beile die Werte schneiden möchte. Und Otis hat sich gerade versteckt, da weiß kein Mensch wieder, wo der ist. Irgendwo draußen. Otis spielt alleine. So, los geht's. Also ich mach nur Teammates im Moped, ne? Ja. Weißt du was? Ja, ich mach nur Teammates, für Teammates nur ein Moped, weil Otis macht einen Alleingang hier. Leute! Nein, so? Stimmt gar nicht. Ich besorg Holz für die Allgemeinschaft. Ach so, okay. Oh ja, da mache ich ein bisschen mit. Meiner Steinaxt. Wo habe ich denn eigentlich mein Minibike hingestellt? Hat Oti sich geschnappt. Ach, das steht ja hier draußen, stimmt ja. Ja, wir lustigen Holzfällerburm. Ja. Ja, ich habe mir gedacht, ich mache dann mal so ein paar Spikes, wa? Oh, ja. Ja, ein paar Spikes wären vielleicht nie verkehrt für die Horde, ne, die heute noch kommt. Ach, völlig überbewertet. So, einer von euch hat noch keine Brust. Ich. Wieso zwei? Einer darf das nur sein. Nee, ich habe noch keine. Ich hab eine. Sicher wird's auch eine. Ich bin da oben wieder vier Arme, eine Brust liegt noch drin und vier Arme will ich noch am machen. Okay. Nochmal hin mit deinen Brüsten. Weil. Zwei Stück noch, ne? Ist natürlich erst 100er Qualität. Ja. Ist okay, besser wie nichts. Ja, eben. So. Ah, jetzt fällt's runter. Schön. Sauber. Das ist schön. Gibt's Steine und Sand? Wunderbar. Moment, Und es ist 3.06 Uhr. Ja, korrekt. Noch Bremse. Aber es ist sehr ruhig, ne? Ja, kommt noch mal eine Tageshorde vor der Horde oder was meint ihr? Eine Wanderhorde oder sowas? Ja, eine Wanderhorde, bestimmt, ne? Ja, bestimmt. Könnte durchaus sein. Rechne ich mal mit. Wir sollten, zwei von uns oder drei von uns sollten in das Ostrich Hotel reingehen, in der Nachbarstadt, um nach Wrenches zu gucken. In Ordnung? Ja, also eine habe ich noch einstecken, eine 45er. Ja, dann komm einfach mit. Okay. So. Wo bist denn du? Auf dem Moped. Schon... Ach so. Na, dann düsen wir mal dahin. Also, der Zwerg und ich gehen mal auf Tour. Wo fährst denn du lang? Ich warte dann an jeder Ecke auf dich, ne? Naja, mach mal. Fahr mal nur ruhig. Ich weiß gar nicht, wo wir lang müssen. Einfach Richtung Osten. Aber was hat die denn jetzt? Durst, ey. Ich glaub das nicht. Die ist aber auch immer nur am Jammern hier, mein Avatar, ey. Schlimm. Wer steht denn da rum?
Bum, 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 den Mond haben sie heute schön gekriegt. Richtig gut, ja. Schick. Die zwei Verliebten, wie sie draußen rumschlendern. Ui. Spaziergang beim Mondschein. Na, herrlich. Zwerg zieht alles hinter sich her, ey. Nashorn, Hyäne, alles. Fleisch! Fleisch! Ich nicht, ich klopp nur Steine. Strafgelangen gefangenen Lagerkeule. Ja. Wer bremst, verliert! So, wir kommen an, dann ist 4 Uhr, das passt. Boah, Riesenskorpion auf rechts. Uhuhu. Ups. Siehst du irgendwie so ein Hotel oder so? Nee, ne, jener Stadt war nichts, ne, eine weiter, glaube ich. Ich weiß es nicht, ich sehe nichts. Hä, wo bist denn du hin? Weiß ich noch nicht so genau. Ich muss gleich mal absteigen, wenn hier irgendwo Ruhe ist. Ach, da fährt er. So, ich habe mir die Ausfahrt jetzt hier von dieser Stadt markiert. Wir müssen eine weiter, soweit ich weiß. Okay. Wo ist die Markierung? Hinter mir. Schön. Ich folge dir, unauffällig. Juhu! Was, gleich ist sogar nicht 4 Uhr, oh mein Gott. Ah, aber gleich. Ja, nee, ich hab nur Juhu gesagt, weil da unten hat schon wieder eine geschrien. Vorsicht, Nashorn! Steig auf dein Minibike, schnell! Sonst bist du platt. Boah, ich finde den Weg hier nicht, ey. Alter. So, jetzt nochmal. Dahin müssen wir, wo die rote Fahne ist. Ah, ja. So, 4 Uhr. Die rennen nicht mehr, sehr schön. Ja, was sagst du? Das sagt die. Oh, oh, da denkt die Oma hier aber anders drüber. Hm. Da waren wir gerade doch richtig, Mundi. Ich kann's da hinten stehen bleiben. Ach so. Halt. Also ist hier irgendwo das Ostrich-Hotel? Ne, das ist in der Nachbarstadt. Ach so. Ja, was machst du denn? Ich versuche jetzt den Weg zu finden in der Nachbarstadt. Ich habe da immer sowieso so ein bisschen Probleme. Aha, Orientierungsprobleme. Okay. Ja, eher Wegfindungsprobleme. Ach, die Stadt da hinten. Ja. Ich würde da gerne über die Straße hinkommen. Jetzt fährst du schon wieder hier hoch. Déjà-vu, Leute. Hinter dir. Wow, wow, wow. Fast tot ich bin. So eine Fahrt ist doch was Schönes, hey. Ach. Ja, nur wenn du genug Benzin hast. Ja, ich habe noch 1%. Problem. Bist du mal da? Beim nächsten Auto muss ich mal stehen bleiben. Oh, eine Eisenschaufel. Mein Benzin ist gleich alle. So, wir haben die Base erfolgreich verteidigt. Ihr seid meine Helden für heute. Benzin ist leer. Und jetzt? Ja. Wer sein Moped schieben ist, klar. Ja, bitte? Ja, guck mal. Was hast du da? Ich hab schon eine, danke. Gut, dass ich noch eine Wrench hab. Bisschen Sprit abbauen. Was kriegst du alles dabei, oder? Le Sack. Yeah! Los, ihr Scheißhühner! Oh, mir fällt gerade ein, ich hab mein Sleeping Bag nicht mehr gelegt, ne? Du kannst hier im Hotel machen. Naja,
Das letzte Mal habe ich den bei den Ölbandiden gelegt. Mein Sleeping Bag. Habe ich schon gedacht, dass es Probleme gibt. Ja, am besten nicht sterben ist die Devise, aber ich bin ja da eh gut im Nichtsterben. Ihr Noobs. Sagt der Duselbauer. Ey. Oh, ich habe Besuch. Also bis jetzt glänzt du hier vor dem Hotel vor Abwesenheit hier. Ja, ich brauch Sprit, du Witzbold. Brennziehen? Ups, Shit. Nein. Nein, Sprit, nicht Shit. So. Soll ich jetzt auf dich warten oder kommst du nach oder? Ich komm nach. Oh, ich hab wieder zwei Vibratoren für dich. Du bist ein Schatz. Brutal. So, ich brauche Sprit. Her damit. Ich brauche Nester. Nester? Nester, ja. Nester. So, hol ich mal mein Minibike kurz mal ab. Das dürfte reichen, bis ich zum nächsten Auto komme. Guck mal, der Zwerg fährt ja die ganze Zeit im Kreis, hey, und mich kostet es mein Sprit, ne? Katastrophe. Und dann lässt er mich einfach zurück. Ey, Schnullerpaket, wie Zeit, dass du mal hier ankommst. Eine Parallelstraße weiter, dann bist du da. Ja, Moment. Das Auto mache ich jetzt noch platt hier. So. Das gibt nichts. Jetzt habe ich wieder 23%. Sehr schön. So, wo muss ich denn lang jetzt? Ach, da ist das Hotel. Wenn das ist, wo du bist. Ah, nee, das ist jetzt nicht das richtige Hotel, sondern eher ein Wohnhaus, aber die haben hier genügend Stühlen drin. Da könnte durchaus ein oder zwei Branches drin sein. Na, dann gucken wir mal. Warst du schon drin, ja? Nee, ich habe nur die Tür aufgemacht für dich. Ach, das damit du nett. Schneller reinkommst. Ich geh mal vor. Du bist mein Held. Ich mach hier unten das Stockwerk, du gehst eins höher oder was? Wir sollen zusammenarbeiten. Okay, alles klar. Ich folge dir nicht, ich folge dir auf die Fersen hier. Ja, komm, geh vor. Ich mach die Türen auf. So, dann, gut Loot. Was ist denn hier alles drin? Also gut, let's go.
Ah, ich weiß nicht, ob wir hier Ranches finden. Hast du einen besseren Vorschlag? Nö. Also mach meinen nicht schlecht. Hat gut, einen gehabt. Die Baustelle neben unserer Base. So, gut, Freunde, so... ich habe gerade einen Anruf bekommen. Ich muss leider jetzt schon weg. Oh. Aber mach mir keine Schande. Ja, nee, machen wir nicht. Schade, dass du die Horde nicht mitmachst. Soll man... Das ist ja blöd. Nein, mach nur. Da hast du so... Es werden noch mehr kommen, also. Ja, ja, aber da hast du so mitgearbeitet und jetzt musst du gerade los, wenn die Horde kommt. Ja, mei, kann man nichts machen. Ja. Aber ich schau's mir an. Alles klar. Alles klar, gut, hi. Haut euch rein, viel Spaß noch. Ciao. Jo, mach's gut, ne? Wo ist die Toilette? Wieso musst du... Disconnected from your channel. Na, sowas. Ach so, ja, stimmt, die Toilette, die könnte man auch mal looten, ne? Aber ja, weil da eine Spüle drin steht und in den Spülen sind meistens die Wrenches drin, aber das weißt du doch. Aber hier, ja, hier ist keine Toilette. Naja. Weil das muss der Mensch, der hier wohnt, im Wald kacken gehen? Ja, anscheinend. Oder beim Nachbar. Beim Nachbar muss er klingeln. Dürfte ich mal hier Toilette benutzen? Ich will kacken, ja. Also bei mir ist noch nichts nennenswertes gelootet bis dato. Kein Wrench bisher. So, mach ich mal Platz. Oh, was war denn das? Boah, ich hab hier so einen abgezwackten Riesen, ey. Bist du eins höher gegangen, oder? Ja. Ist er down? Ne, noch nicht. Rechts ist der. Ah, ich hab ihn. Und tschüss. Platt ist er. Gut. Nicht vergessen, dann... ich hab den müde gemacht. Ja. Ja. Hast du gut gemacht. Hier mal Kaka in der Schüssel. Nice. Kaka ist auch wichtig. Ja. So. Das ist die Loot-Action schlechthin hier. Leider noch keine Wrench. Oh. Guten Tag, Herr Zombie, was machen Sie denn hier? Oh, der rennt, Alter! Wo bist du? Hier gegenüber. Oh. Schick sieht er aus, oder? Ja. Boah, kam der da einfach angerannt. Da ist noch so ein Typ drin hier. Oh, shit. Baby. Nice. So, wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Hat er mich komplett aus dem Konzept gebracht, ne? Hier war ich. Blöden Zombies, ey. Die hätten sie ruhig aus dem Spiel draußen lassen können. Ja. Das Spiel gibt's schon.
Was, die ohne Motten, Zombies? Ja, die Mod nennt sich Minecraft. Da gibt's aber auch Zombies. Als ich das Zeug noch geguckt habe, hat Gronkh die Zombies ausstellen können. Ja, wenn man Server hat, ja, dann kann man das machen. Auch freundlich. Also es klappt, obwohl es geht auch im Singleplayer, ne? Okay, hier ist auch nix, leider keine Wrench. Ich suche immer verzweifelt den Ausgang. Du hast die Toilette vergessen. Das kann sein. Aber ich wusste ja, dass du gerne deine Nase ins Klo steckst. Otis, was machst du? Baustelle looten. Ah, die Baustelle, okay. Pass auf, das sind Minen, ne? Ein ganzer Kerl, dank Schappi. Oh, ich hab Onions. Haben wir, glaube ich, noch nicht, oder? Zwiebeln. Nee, ich meine nicht. Onion Seeds habe ich auch schon, ja. Gerade gefunden. Na, cool. Zwiebeln sind gut. So, was macht der Platz im Inventar? Hm. Crabben, da haben wir einen Chicken Soul. Kann er essen? Noch habe ich ein bisschen Platz. Oh, shit! Alter, Finne, ey! Nein, gerade wo ich das Medikit benutzen wollte. Oh, hat der mich erschrocken, ey. Tja, Otis, so ist das in dem Spiel. Wir können eins weiter hoch, oder? Wir müssen eins weiter hoch, glaube ich. Okay. Oh, ein Beaker, zwei Stück. Ist immer gut. Ja, immer was Feines. Später kannst du den hier selbst herstellen, ne? Ach, das geht? Ja. Cool. Was habe ich denn jetzt bekommen? Das ist eine kleine Statue, die brauchen wir aber nicht. Ich kann das was für eine? Wie heißt die? Small Statue. Guck mal nach, ob du da nicht doch Rezepte von machen kannst. Nee, steht hier nur Scrap und Drop. Na gut. Gut. Jetzt mal hingestellt, hätte ich sie mir angucken können. Ja, egal. Zu spät. Ich glaube aber nicht, dass man damit was machen konnte. Wird ja dabei stehen, oder? Oh Mann, ey. Lauter Seeds bekomme ich hier. Was habe ich denn da bekommen? Tomaten-Seeds, nice. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht, ne? So. Boah, was ist das hier ein Elend mit den Wrenchen, ey? Ja, das ist schlimm, ey.
keine Wrench. Weit und breit. So. Na, ein bisschen können wir noch aufnehmen. So, scrappen wir das. Dum, 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 dum. Die Hose ziehe ich mal an hier. Ist auch besser so. Repair Scrap. So. Schon einen höher wieder oder wo? Ach man, sorry, ich musste kurz aufstehen. Falls du was gesagt hast. Ich hab dich gefragt, ob du schon eine höher bist. Nö, bin ich nicht. Ich gehe hier noch aber unten. Ich komm hoch. Bum, 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 bum. Oh, du hast Besuch? Fröhlich empfangen. Jo. So. Ein Eimer. Boah, ey, das gibt's doch wohl nicht. Keine Brennsch hier. Nee, nicht eine bis jetzt. Krass. Braucht man den Dog Bowl? Nee, ne? Den was? Dog Bowl, so ein Pferd, so ein Hundenapf. Ja, den brauchst du dann fürs Tamen von den Viechern nachher. Echt? Okay, dann hebe ich den mal auf. Ich glaube, das ist aber einer, den man selber herstellt, nicht einer. Ja, einen, der den ist man trotzdem findet, aus Stahl. Und bis jetzt haben wir keinen Stahl, also nimm den mit, fertig. Ja, mitnehmen tue ich ihn. Scrappen tue ich ihn jetzt mal nicht. Und wir sind auch schon wieder am Ende einer Folge. Ja, da muss ich wohl sagen, war schön, wenn ihr dabei wart. Wir freuen uns immer, wenn einer zuschaut. Jo, auf jeden Fall. Keul hat sich verabschiedet während dieser Folge. Kurzzeitig, er muss noch weg. Und Otis ist noch da, der nimmt gerade das Joe's Brothers Building auseinander. Und Mundraub und ich, wir looten hier weiter. Genau. Und ich sag dann tschüss, bis nächste Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Ade.